So, perfekt. Dann, huch, oh, die Loks-Trophäe. Ja, die hat hier wohl nicht reingepasst. Warte mal, da muss ich mal kurz das hier hinschmeißen, den aufsammeln und dann den ganzen Stuff runterwerfen. So, das kann ich wieder anziehen, das kommt runter. Den packe ich mal hier hin. Weg, 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 weg. So, und den hier auch. Runtergeschmissen. Und dann bringe ich die Loks-Trophäe mal eben fix nach oben, weil die wird da ja sonst die ganze Zeit liegen bleiben. Ach, Lokse, wie sinnlos wir die Lokse am Ende noch umgebracht haben. Flauschi natürlich. Schnuffi! Du wagst dich ein Stockwerk nach unten? Was ist los mit dir? Ob es vielleicht jetzt innerhalb der 900er-Reihe sein wird, dass er mal ein bisschen nach unten geht? Ist er bisher immer noch nicht ein einziges Mal, ne? Schon krass. So, Loks-Trophäe. Rein damit. Und zugemacht. Und er geht wieder hoch. Natürlich geht Schnuffi wieder hoch. Viel Spaß. Gut. Und da wollte ich noch eine weitere Sache gucken. Da nehme ich mal die Abkürzung hier. Und zwar unten haben wir doch letztes Mal, das ist nicht letztes Mal, aber vorletztes Mal, ein bisschen rumexperimentiert mit dem Marmor. Oh, das sieht viel besser aus. Ja, ja, doch, doch. Ist schon echt schick. Marmor wollte ich mal kurz. Das hier. Und außerdem ein bisschen Holz. So. Ja, nehmen wir mal einen Fuffi-Stack mit. So. Und dann gehe ich nochmal kurz nach unten, weil ich hatte doch da rumexperimentiert mit den Treppen. Und das Problem ist ja, dass ich das hier nicht mag, ne? Dass hier die Säule irgendwie so endet. Und dann fiel mir auf, weißt du was? Wir haben doch hier ein Zentrum. Weil ich habe ja immer das Problem gehabt, dass ich beim Anbaupunkt... Obwohl, nicht stimmt. Ich merke gerade, ich habe ja trotzdem einen Denkfehler. Mittig, habe ich ja gesagt. So zum Beispiel könnte man... Nee. Das funktioniert ja trotzdem nicht, was ich mir überlegt habe. Oder man könnte so probieren und dann mal gucken. Aber ich glaube, das wäre schräg, wenn ich dann da dran... Halt! Der muss 45 Grad sein. So. Und dann nicht den, sondern den. Aha. Aha. Das ist aber nicht Mitte, ne? Nee, das ist nicht Mitte, das meine ich. Verdammt! Hey, ich habe mir das aufgeschrieben. Altar sollen Treppen mittig. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil mir ein Weg einfiel, wie ich es mittig hinbekomme. Aber wie hatte ich das denn nochmal überlegt? Warte mal. Was? Das war die ganze Zeit eine Option? Moment mal. Ja gut, dann machen wir es doch so. Warte mal. So. Ja, Problem gelöst. Problem gelöst. Das sieht jetzt richtig geil aus. Und im Zentrum dachte ich mir übrigens, den da kriegen wir ja nicht mehr weg, ne? Aber so sei es. In der Mitte hatte jemand gemeint, da könnten wir die benutzen. Auch eine schicke Idee, ehrlich gesagt. Und ein Zentrum. Hier müsste schon da dran sein. Da zentral. Aber, Verzeihung, muss ich kurz husten. Aber ich würde eigentlich doch eher den nehmen, oder? Ja, ich glaube, den finde ich schicker. So. So, und hier dran. Weil daraus, dann ist auf jeden Fall nicht mehr diese hässliche Eisensäule da. Ja, und das hier unten finde ich jetzt sehr schade. Ich könnte mal versuchen, das von unten an zu targeten. Moment mal, ich habe eine Idee. Oh, eigentlich will ich die Treppe nicht abreißen, die ist so schön positioniert. Egal, den finden wir schon wieder, den Spot. Und wenn ich mal mich hinsetze und versuche, diesen Klotz da von unten an zu targeten, geht das? Nee, ne, er ragt nicht durch. Nee, da ist dieses Ding im Weg. Ich glaube, ich krieg das Ding da nie wieder weg. Diesen da. Weil die Hitbox, ne, ich habe das letztes Mal schon erklärt, da. Die Hitbox ist von der uralten Schüssel. Und jetzt habe ich den dicken Klotz da reingebaut und krieg ihn nie wieder weg. Nein! Egal, was soll's. Warte mal. Nee, nicht oben. Unten. Unten, innen, eins. Und dann, der ist falsch. Ist nicht richtig, der ist nicht richtig. Innen 2.
Nee. Ich glaube, bei Auto, da hat er schon den richtigen gefunden, ne? Ich könnte natürlich auch einfach so bauen. Ist der mittig? So ist der mittig, ne? Und dann drehen und hier gegen. Oder? Nee, ist falsch. Da ist er drin, da nicht. Verdammt, 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 verdammt. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich die gebaut hatte. So. Ja, das ist er. Gott sei Dank. Ja, dann sieht das so aus. Das da ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Obwohl, warte mal, ich könnte vielleicht so machen. Warte mal. Hier immer den draußen. Und wenn ich sage... Zentrum 4, so. Nee, das sieht doof aus. Warte mal. Ich mach mal unten Zentrum. Nee, oben Zentrum, bitte. Das hier, so. Ja, das ist okay. Da sieht man auf jeden Fall den Klotz, ne? Der geht dann so über. Doch, dann würde ich das so lassen. Ne? Und das hier, diese Konstruktion, die werden wir auch noch ersetzen. Aber alles zu seiner Zeit. Steht auf jeden Fall auch auf meiner To-Do-Liste. So, Moment mal. Und das kann ich streichen, das mache ich mal direkt. Dann, was hätte ich mir denn hier noch aufgeschrieben? Stimmt, das können wir auch mal eben machen. Ihr wollt es ja nicht anders. Ich hatte mir eigentlich überlegt, es nicht zu tun. Weil, ne? Ich nannte es Populationskontrolle. Aber ich merke, ihr habt Bock drauf, dann tun wir das auch. Und zwar machen wir für die kleinen Süßis doch ein paar kleine Eierchen dahin. Wo haben wir denn Metallteile hier? Nehme ich mal die Hälfte raus, damit sich das nachher richtig einsortiert. Und wir nehmen ein paar Eggs raus. So. Halt. So. Und außerdem mache ich ein kleines Spiegelei. Denn das kennt ihr bestimmt noch aus Folge 800. Das war doch ein Trick, den hatte Maria auch sehr oft benutzt. Beziehungsweise auf Marias Server wurde da oft benutzt. Dass es so aussieht, als ob ein Ei versehentlich kaputt gegangen ist. Finde ich irgendwie süß. Also ist natürlich nicht so schön, ne? Aber irgendwie finde ich das trotzdem ein schönes Gimmick. So, was brauchen wir denn noch? Stimmt. Ein Kommentar, der geschrieben hat, da bin ich sehr dankbar, wie wir denn jetzt das mit der Hühnerstange lösen, weil ich sagte ja, dass das Ding hier, wo war es denn? Dieses hier, zwar ganz gut ist, weil es eine Stange ist, aber diese Stöcker, die so runterhängen, finde ich doof. Dann meinte einer, nimm doch einen Speer. Ja, na klar. Den hier zum Beispiel, ein Feuersteinspeer. Ich guck mal, welcher sieht, passt denn am besten. Ja, der, da ist die Klinge so groß. Die Klinge, das ist eine zu lange Stange. Die hat dieses gewundene Zeug dran. Ich will eine, die möglichst unscheinbar aussieht. Da ist so ein rotes Tuch dran. Da auch. Ja, die einfachste wäre tatsächlich der hier, ne? Ich leih mir den mal kurz aus. Ich weiß, das ist der abgegradete. Den bringe ich auch gleich wieder an. Aber dann können wir damit mal ein bisschen rumgucken, wie das aussieht. Weil es kann natürlich auch sein, dass der zu lang ist. Mal gucken. Ich mach mal das Ding weg. Und mach außerdem auch kurz das Stroh hier unten weg. So. Und dann probieren wir mal. Wie sieht denn das aus, wenn ich zum Beispiel... Ah ja, stimmt, der wird ja mittig sein, ne? Ja, so eine Nummer ist doch doof. Oder? Nee. Aber warte mal, ich will mal kurz gucken, wenn ich hier eine 5 drauf mache. Das können wir nehmen. Finde ich gar nicht schlecht. Oh, jetzt habe ich genau den Hammer weggepackt. Mach ich mal so. Nein! Hüpf. Und ich mache das hier nochmal weg. So. Und außerdem die hier. Das machen wir jetzt ein bisschen anders. Oder wollen wir einfach einen in der Mitte machen und nach links und rechts? Stimmt, das ginge. Ich mache einfach so.
Ah, nee. Doch. Doch, doch. Doch, so machen wir das. Aber ich habe eine Idee. Nicht ganz so hoch. Ich will mal kurz die Höhe abchecken. Wenn ich die beiden übereinander baue, sind die dann genauso hoch wie einer? Nee, der ist ein bisschen weiter unten. Das ist perfekt. Dann mache ich mal so. Den weg. Und hier drauf. Den. So gedreht. So in die Mitte. Zack. Da den Speer drauf. So. Dann mache ich bauen den hier dran. Ah, ich verstehe. Das ist dann nicht symmetrisch. Hm. Der macht das nicht genau in die Mitte. Man könnte theoretisch einen hier, halt, der müsste dann hier so sein. Und ich probiere erstmal. Kein Holz? Ich habe doch so viel Holz mitgenommen. Bin ich bescheuert? Nee, ich habe gar kein Holz mitgenommen. Stimmt. Nee, alles gut. So, aber warte mal, ich mach mal. Wenn der in der Mitte wäre falsch. Man sieht ja, der ist asymmetrisch. Also müsste der so sein zum Beispiel. Das ist natürlich doof, weil der sollte schon irgendwie. Moment, ich guck mal. Das weg. Den Speer haben wir dann nochmal so hingebaut. Halt! Das ist zu hoch. Ach, ich mache erstmal. Ich mache erstmal so Abschätzen der Dingens. Kann noch weiter rüber. Also hier so hin. Und dann noch zwei nach unten. Also mache ich mal so und so den weg. Möbel, den hier hin. So. Diese beiden können wir natürlich immer noch neu bauen. Aber dann haben wir auf jeden Fall ungefähr schon mal, wie wir es bauen müssen. Und wenn ich hier jetzt den Speer anbringe, 6. Haben wir eine Stange. Ja, ist natürlich jetzt doof, weil man sieht das Ding. Und wir müssen stabilisieren. Wenn ich die beiden jetzt wegreiße, ist es klar. Dann kracht ja alles ein. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich mache so. So. Dann kann ich ja den und den wegreißen. Und der berührt den immer noch, ne? Ja, das sieht jetzt ein bisschen doof aus. Aber was soll's. Dann mache ich mal. Oh, nee, das wollte ich nicht. Das und. Das weg! So. Und dann haben wir da zwei. Oh, süß. Ist das süß, ey. Gut, dann baue ich nochmal hier unten welche hin. Was ja eigentlich gar keinen Sinn macht, wenn sie auf der Stange sind und gleichzeitig einen Gluckplatz haben, ne? Was sind sie denn jetzt? Glucken sie jetzt oder nicht? Gut, ich mache mal so, so und hier. Stimmt, nur bei einem, ne? Weil Zapfi ist ja ein Hahn. Natürlich hat nur Plusti hier ein paar Eggs. So. Und hier nochmal. Eins, so. Und dann machen wir bei dem einen das Spiegelei dran. Sagen wir mal, der hier. Und die anderen sind Eggs. So. Was? Oh. Ups. Hä? Wie habt ihr das dann gemacht? Ihr habt es doch irgendwie geschafft, die Eier da dran zu bringen. Ihr habt das. Maria? Wie hast du die Eier da angebracht? Hä? Ich dachte, das geht. Geht's auch. Warum ging's eben gerade nicht? Weil ich das ausgewählt hatte. Ich hab mich schon gewundert. Gut, 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 gut. Kommando zurück. Ich war nur gerade kurz ein wenig verwirrt. So, ne? Oh, süß. Ja, das gefällt mir. Aber dann mach ich nochmal das. Und das nochmal. So, dann machen wir hier die 6 und das Spiegelei an den hier. Oh Mann, dass das eine kaputt ist, ist irgendwie unsatisfying. Aber was soll's. So, dann hier dran. Ach, jetzt sieht man das Spiegelei gar nicht mehr. Stimmt. Warte mal, dann mache ich das anders. Dann mache ich den
Obendrauf. Weil das Spiegelei verdeckt sowieso dieses Holzding. Das heißt, die mache ich auf den Stroh. Damit es weiter oben ist, ne? Ich glaube, ihr versteht schon. So, und nochmal ein bisschen Gitterate. So. Und dann nochmal 5. Den hier irgendwie gedreht. Und dann hier oben drauf. So. Oh, schon wieder Nacht geworden. Na gut. Und 6. Sieht man es jetzt besser? Ein bisschen, ne? Ist okay. Oder ist es okay? Was ist das? Von wem ist das? Frage ich mich. Von dem, ne? Machen wir den ein Stück weiter nach hinten. Nur ein Stück. Warum geht das nicht? Blockiert von was? Von den hier? Hä, von was denn blockiert? Was ist denn hier los? Jetzt geht's! Hä? Gut. Ich mach mal so. Damit da möglichst kein Stroh über dem Spiegelei liegt. Aber so geht's, ne? Ja, so geht's. Perfekt. So lassen wir's. Ja, das da ist jetzt natürlich ein bisschen doof, aber was soll's. Man sieht's kaum. Ne? Und wir könnten... Stimmt! Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir tun einfach so, als soll das so und machen hier einfach auch welche dran. Und hier auch. Als ob das so die Halterung wäre. Einfach. Oh, der ist gar nicht gerade, ne? Nee. Warte mal. Stopp, stopp, stopp. Ach, kann ich ja jetzt gar nicht mehr ändern. Dann ist egal. Mach ich so. Und hier auf der Seite ebenfalls nochmal. Und dann sieht es so aus, als ob es soll. Als ob das so die zum Festhalten ist. Ja. Sehr gut. Da dann Flustis Platz und hier Zapfies. Sehr gut, das gefällt mir. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal pennen, wa? Gute Nacht. So, guten Morgen. Und dann würde ich sagen, wir gehen nach unten. Ach shit, ich sehe gerade etwas übrigens, was ich mir auf meine To-Do-Liste geschrieben hatte. Das ich zuerst hätte machen sollen. Scheiße. Weil ich glaube nämlich, dass wir in Folge 900 eine Kiste übersehen hatten. Also Loot einer Kiste übersehen hatten. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Und deswegen gehe ich mal ganz kurz nachschauen. Halt, erstmal bringe ich die Sachen wieder rein. Also sortiere die Sachen wieder ein. Edelholz weg. Holz. Metallteile. Und Eggs. So. Perfekt. Dann nach oben. Und wir gehen mal kurz nachsehen. Aber hätte ich vorher machen sollen, das ist bestimmt dann mittlerweile schon despawned. Ich weiß es nicht genau. Ich habe mir nur eine Notiz gemacht. Das ist mir wohl beim Cutten aufgefallen. Es war auch die zweite Festung. Bei der ersten haben wir alles mitgenommen. So, da sind wir. Und da ist auch direkt die Festung. Dann laufe ich da mal rüber. Hör, da ist ein Feind oben drauf. Da ist. Ich dachte, wenn man die erobert hat, dann ist da Ruhe. Aber ist wohl nicht so. Gut, dann mache ich dich halt platt. Hauptsache, hier sind die anderen bösen Feinde nicht alle respawned. Da, die Kiste meine ich. Huch. So. Und tschüss. Ja, mit deinem Loot. Da. Und ich weiß nicht, ob da noch was drin ist. Nee, die ist leer. Okay. Okay, gut. Und wenn wir die kaputt machen, dann gibt es auch kein Loot, ne? Nö. Alles klar. Gut. Ja, dann habe ich nichts gesagt. Das wollte ich nur nochmal nachchecken, weil nicht, dass jetzt hier wertvolle Loot verloren geht. Theoretisch könnte man hier eine Base drin bauen, ne? Ich habe auch gehört, das haben viele gemacht. Wollen wir das mal machen? Stimmt. Oh, da ist ja ein Spawner. Den mache ich kurz kaputt. Weil wir hier in Sicherheit sind. So. Ja, so viel Zeit muss sein. Stimmt, das hätten wir vielleicht auch bei der Belagerung machen sollen, ne? Da sind bestimmt sehr, sehr, sehr viele Feinde generiert worden, die uns dann genervt haben. So.
Schicht im Schacht. Und ich hole mal das Portal und baue das hier rein. Finde ich dann doch etwas sicherer, muss ich ehrlich zugeben. Als dieser Stein da oben, wo schon alles weggebrochen ist. Und außerdem muss ich aufpassen, dass unsere Holzsachen hier nicht verkohlen und zu Kohle werden. Das wäre sehr ärgerlich. Vor allem verkohlen und zu Kohle werden. Ist das nicht das Gleiche? Irgendwie auch immer. So. Ach, ich bin so ein Narr. Natürlich mache ich die hier als letztes weg. So. Und so. Hör damit. Sehr gut. Die Augen. Mir fehlen die Augen. Da sind sie. Gut. Sonst hätte ich jetzt eben gerade nochmal zurückrennen können. Och nö. Ich gehe schon. Ich gehe schon. Tschüss. Und ich lock sie mal hier hin. Damit sie nicht die Treppe angreifen. Der andere kommt doch auch mit, ne? Hoffe ich. Keine Ahnung, ich glaube ja. Dann kommt man hier hinten hin. Hier bin ich. Ja, hier lang, hier lang. Schön durch die Lava, bitte. Dass der auch einfach durch Lava gehen kann, ist so ungerecht. So, ich mach mal hier. Oder? Hier schön rein. Zack. Ist außerdem vom Feuer geschützt, fällt mir gerade auf. Ist noch ein weiteres Argument. Und so. Perfekt. Gut, das war eigentlich auch schon alles, was ich machen wollte. Diese Kiste hier nochmal überprüfen, ob da vielleicht noch Sachen drin sind. Aber waren sie nicht. Wir waren tatsächlich gründlich. Habe ich mir auch gedacht. Wahrscheinlich hat es ja sehr gering, dass bei dieser fetten Truhe ich und die Jungs es alles übersehen. Aber gut. So, sehr gut. Dann gehe ich mal nach unten. Halt, erstmal schmeiße ich den ganzen Loot ins Lootloch. So viel Zeit muss sein. Okay, das bisschen. Hätte ich auch eben einsortieren können. Aber egal, ich gehe mal nach unten. Und außerdem sehe ich auch, der Hammer ist bald down. Den rap ich mal fix. So, sehr gut. Und jetzt, ja, ich habe noch ein paar Sachen auf der Mini-To-Do-Liste. Die hätten aber auch Zeit für später. Was ich jetzt allerdings unbedingt machen will, ist die letzte Dingens, ne? Und dann können wir das nämlich alles transferieren. Nach unten in, ne, also hier unten rein alles. Weil der hier, dieses Federding und der, wie heißt das, Juwelenschneider, ne? Da ist er. Juwelenschneider, Alter. Schick, schick. Braucht 5 Flammenkern. Die hole ich mal. Was war das denn? Ach so, ich bin über den Huhn gerannt. Es tut mir natürlich leid. Huch, ich hab's aufgesammelt. Shit. Halt, 5. So. Und die Barren schmeiß ich mal dahin. Dann 8 Aschenholz, 2 Morgensehnen. Hier haben wir Ascheholz. Und da kann ich mal 8 rausnehmen. Und den Rest packe ich hier rein. Dann 2 Sehnen und ein Blutstein. Schmuck. Ein Blutstein haben wir. Also wir haben 2. Und dann noch Monsterorgane, 2 Sehnen. So. Und wir haben alles. Hervorragend. Ja, wenn ich das jetzt hier hinbaue, kriegen wir eigentlich auch neue Items oder einfach nur Upgrade? Ich guck mal kurz. Natürlich Stufe 5. Hm. Das war's, ne? Keine neuen Sachen. Hätte mich jetzt auch gewundert, ehrlich gesagt. Gut. Aber wir müssen hier nach unten. Jetzt. Ich habe da auch nicht wirklich Bock drauf, aber wir haben keine Wahl. Also, let's go.